Man sagt ja so oft, jeder hat sein Päckchen im Leben zu tragen. Und in diesem Fall ist es so, dass er in seinem Rucksack sein ganzes Leben hat. Den Rest erzählt er euch am liebsten selbst, macht er sowieso viel witziger. Hier ist der einzigartige Toni Bauer! Ja, das Leben hat sich nicht endet wieder nirgendwas. Eine Molle in meinem Mann und hat so wie in meinem Arm. Ja, ich wache, hacke auf und damit geh ich total schlank. Leben eine Party, man, ich kann mich nicht beklagen. Peace, was geht ab, Köln? Oh, dankeschön. Dankeschön. Schön hier zu sein. Schön hier zu sein. So wunderschöne Menschen zu sehen. So wirklich so. Ah, hallo. Wer bist denn du? Hi. Hi, Melissa. Du bist wunderschön. Ich weiß, jetzt sehe ich aus wie ein Kind, aber bei Nacht. Nein, ich mache nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Ich würde dich gerne in meine Stadt einladen, aber ich komme aus Duisburg-Marxloh. Boah, vier Assis da. Das. Für alle unter euch, die Duisburg-Marxloh nicht kennen, ist ein bisschen wie so Gulliloch mit Brautmodengeschäften. Duisburg-Marxloh ist so assi, wenn du da geboren wirst, hast du sofort 60.000 Euro Schulden. 60.000. Aber euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich mit Rucksack da bin. Und das ist kein modisches Accessoire. Ich habe Kurzdarmsyndrom, ich habe keinen Dünndarm mehr, ich bin quasi chronisch krank und schwerbehindert. Auch wenn man mir das nicht ansieht. Und ihr müsst euch vorstellen, im Rucksack ist so eine Aldi-Tüte, durch die ich ernährt werde. Aber ich kann trotzdem essen, was ich will. Aber ich nehme nicht zu. Kennt ihr Jumbo Schreiner? Der hat das nicht. Und, ah, danke schön. Danke. Und chronisch krank zu sein, ist so wie so ein Abo, auf das du keinen Bock hast. Stellt euch vor, ihr zahlt Rundfunkgebühren, aber den ganzen Tag läuft Fernsehgarten. So, und ich muss, ganze Hilfsmittel muss ich für meine Krankheit bezahlen. Ich muss Spritzen bezahlen, ich muss Mundschutz bezahlen, ich muss alles bezahlen, was dazugehört. Stellt euch vor, ihr habt Netflix, aber ihr könnt nur Til Schweiger-Filme gucken. Und ich habe mal beim Versorgungsamt angerufen, weil ich ein bisschen Geld für meine Krankheit haben wollte. Ich bin 80% schwerbehindert und ich werde dauernd abgewimmelt mit der Begründung, ich bin nicht schwerbehindert genug. Ich bin zu fit. Leute, ich bin 80% schwerbehindert. Stephen Hawking war nur 20% mehr behindert als ich. Wisst ihr, was das ist? Das ist Diskriminierung an hübschen Behinderten. Aber mein Leben ist super, wirklich. Ich habe super Freunde. Ein Freund von mir heißt Hassan. Und ich muss euch Hassan ein bisschen beschreiben. Hassan schreibt sich selber gerne mit Z aus ästhetischen Gründen. Ihr merkt, den habe ich damals in der 3. Klasse in der Rauchecke kennengelernt. Hassan ist so ein byzantinischer Kanake. Der ist aus anderem Holz geschnitzt. Wirklich, Hassan ist aus Elfenbein. Alle anderen Türken, die ich kenne, sind aus Shisha-Kohle. Und Hassan geht neuerdings zum deutschen Friseur. Scherenschnitt bei Sabrina. Und die weiß bis heute nicht, was die mit den Augenbrauen anstellen soll. Deshalb sieht das immer so aus, als wird der Stirnband tragen. Hassan ist so wenig Türke, der hat nur einen Cousin. Und der ist Deutscher. Wir waren zusammen in der gleichen Grundschulklasse. Hassan war mit dem im Katholischunterricht. Hassan ist einfach türkischer Katholik. Der war mit dem bei den Messdienern. Hassan ist der einzige Messdiener ohne Vorhaut. Und Hassan ist so ein richtiger Playboy. Der geht immer zu den Frauen und lässt sich die E-Mail-Adressen geben. Letztes Mal frage ich den Hassan, warum lässt du von den Frauen eigentlich immer die E-Mail-Adressen geben? Guckt er mich an, sagt er zu mir. Bruder, du musst Fuck sein, du musst Fuck sein. Guck mal, wenn ich den ganzen Tag an meinem Handy schreibe, denkt meine Freundin, ich würde die betrügen, Bruder. Aber wenn ich den ganzen Tag E-Mail schreibe, dann denkt die, ich mal Business. Der war schon. Der war schon immer so. Schon mit 18, weiß ich noch, bin ich ihn besuchen gegangen, hat er telefoniert, hat er aufgelegt, habe ich ihn gefragt, wer war das? Sagt er, das war meine Freundin. Sag ich, was will die? Die will das erste Mal mit mir schlafen. Habe ich Glückwunsch gesagt. Am nächsten Tag bin ich ihn wieder besuchen gegangen und ihr müsst wissen, Hassan wohnt direkt überm Fahrradkeller mit seiner Mutter, okay? Und nur seine Mutter macht mir die Tür auf und irgendwann höre ich so, als würde einer applaudieren. Seine Mutter fragt mich, Toni, was ist das? Ich sag, das sind die Ratten. Sagt ihr, nein, wir müssen runter in den Fahrradkeller gucken gehen, was das ist. Ne, das könnte der Trockner sein. Und als guter Freund gehst du ja vor, um deinen Kumpel zu beschützen. Und ich gucke im Fahrradkeller und ich sehe nur so einen Arsch.
der sich so vor und zurück bewegt. Und Hassan sieht seine Mutter hinter mir und drückt eine Silhouette hinten ins Dunkle. Und Hassan redet mit seiner Mutter. Hassans Mutter stellt ihn zur Rede und sagt, Hassan, ich weiß genau, was du da tust. Und der so, nein, Mama, du weißt nicht. Doch, ich weiß genau, was du da tust. Nein, du weißt nicht. Doch, du rauchst. Ja. Das war der Beginn von Hassans Playboy-Karriere. Das ist ja... Meine Playboy-Karriere hat viel früher angefangen. Da war ich mit 14 Jahren zum ersten Mal in der Universitätsklinik Essen. Ganz komische Klinik gewesen, wirklich. Die rufen auf, einmal Bauer bitte im Wartezimmer. Ich stehe auf, alle im Wartezimmer verwundert. Ich selber auch, ich würde auch lieber Dos Santos heißen. Und ich bin zum ersten Mal da und ich dachte, die machen so Kleinigkeitenuntersuchungen. Und dann komme ich in Behandlungszimmer und dann auftritt Frau Arnoldi. Oh Leute, Frau Arnoldi, das war so ein Geschoss, da hat Gott einmal Maß genommen und hat die einfach so aus Marmor geschlagen. Wirklich. Die war Sternzeichen Traumfrau, Aszendent Milf. Das war so. Und die läuft an mir vorbei, guckt mich an und sagt zu mir, Hose runter. Und ich sag, Frau Arnoldi, ist doch gar kein Problem. Die läuft nochmal an mir vorbei, guckt mich an, sagt zu mir, Unterhose auch. Ich sag, Frau Arnoldi, warum muss ich denn jetzt hier Hose und Unterhose ausziehen? Guckt ihr mich an, sagt, ich muss ja gucken, wie du dich entwickelst. Hier, Mama, mal kurz Stopp. Ich bin 14 Jahre alt. Alle Männer hier, wart doch mal 14 Jahre alt, wart eine Schule in graue Jogginghose, weiß nicht, hab da Referat gehalten, Aufstieg des Römischen Reiches. Stehst du ungünstig, jeder Mann weiß, was passiert, oder? Kriegst du so ein Torpedo in der Hose. Das. Und Frau Arnoldi hält auf einmal meinen kleinen Pendejo. Wie so ein Hotdog im Hotdogbrötchen. Ich guck die guckt mich an. Die sieht zum ersten Mal, wie so ein dunkelhäutiger Rot werden kann. In der Zeit ist meine kleine Enchilada immer noch in ihrem Hotdogbrötchen. Und das Ding wird immer länger und länger und länger. Und länger und länger und länger und länger und länger. Und länger und länger. Spaß. Meiner ist klein, aber dafür ist der dünn, ne? Also. Und dann haben sich unsere Blicke getroffen und dann war ich mit 14 Jahren auch keine Jungfrau mehr. Habe ich Frau Arnoldi weggebuttert. Nein, Quatsch. Danach habe ich Frau Arnoldi nie wieder gesehen. War ich wieder in Duisburg-Marxow beim Arzt. Bei Dr. Reinhold. Der hat komischerweise jede Woche geguckt, ob ich mich entwickle. Katholisches Krankenhaus, Leute. Das. Ich lieb's, wie du mich anstrahlst. Wirklich. Entweder ich bin wunderschön oder die Lichter sind geil eingestellt. Das ist ein. Ich hab eine Frage an dich. Ich hab eine Frage an dich. Bist du so eher so, wenn du eine Frau hast, ne? Bist du so eher so der dominante Typ? Oder wenn deine Frau von irgendwen angesprochen wird, sagst du so, kämpf allein. Wer bist du? Dominant. Dominant. Ah, okay. Ich bin ehrlich, wenn ihr mit mir seid, ihr werdet einfach gehauen. Ich bin 1,20 Meter groß, ich hab Arme wie Fahrradspeichen, als ob ich mich klopp, Alter. Aber dafür. Das. Aber dafür braucht man gute Freunde, die einen in die Bresche springen, wenn Probleme gibt. Und ich habe so einen Freund, den hat jeder von euch. Mein Kumpel heißt Jerome. Bei euch heißt der nur anders. Ich muss euch den beschreiben, aber ich muss gucken, dass ich dabei sympathisch bleibe. Komm, wir telefonieren oft. Letzte Woche hat er mich angerufen. Ich gehe dran, sagt der Toni, wie geht's? Ich sag, gut, leg der auf. Ich rufe zurück, der so, wer ist da? Hä? Du hast mich doch gerade angerufen. Ja, was wollte ich denn? Hä? Du hast gefragt, wie es mir geht. Ja, und wie geht's dir? Ja, gut, leg der auf. Also es. Und ich weiß noch, wie ein Auto bei uns vorbeigefahren ist und auf einmal schreit meine Oma, Toni! Ich so, ja, der Jerome ist da! Ich so, ja, und jetzt? Was will der? Ich so, keine Ahnung, der hat ja aufgelegt, ne? Und der Jerome kommt hoch und was nicht passieren darf, ist, dass sie sich treffen, weil meine Oma und mein Opa machen Jerome alles nach. Auf einmal kommt er hoch und steht so vor mir. Und dahinter meine Oma so am Wippen. Und dahinter mein Opa auf ein Bein am Wippen, weil der ist neues Kniegelenk. Und alle wippen so! Und ich sag, was sollt ihr? Seid ihr Backstreet Boys oder was? Hört mal auf damit! Und der Jerome nur noch so bei mir. Bruder, kommst du mit? Wohin, Alter? KGV-Party, Bruder, KGV-Party. Ich sag, was ist denn KGV-Party? Kleingartenverein, Kleingartenverein. Ich sag, was soll ich denn auf Kleingartenverein? Sagt der Bruder, bitte, die haben DJ, als ob das die Sache besser macht. Hab ich gesagt, okay, war ja auch nie auf so ein Schrebergartenfest, auf so Kleingartenfest. Hab ich mir erstmal Gedanken über mein Outfit gemacht, hab ich mich angezogen wie auf Coachella-Festival.
Einfach Hemd aufgeknüpft, 1000 Ketten an, Sonnenbrille, Bandana auf und ich dachte, der Abend gehört mir. Und wir kommen da an, kennt ihr Schrebergarten, Kleingartenfeste? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Deutschland auf 150 Quadratmetern. Das ist er. Inmitten von 100 Hektar Industriegebiet haben einfach 50 Deutsche beschlossen, hier ist jetzt Grüngürtel. Das verstehe ich. Wirklich, und da gibt's immer einen, der hat nur noch 3 Finger, weil der die Hecke geschnitten hat. Da gibt's auch immer Erbsensuppe. Ich habe eine Theorie. Ich glaube, Erbsensuppe ist das Einbürgerungsgericht der Deutschen. Mein Kumpel Hassan hat letztes Mal Erbsensuppe gegessen, danach war der nicht mehr Hassan, sondern Horst. Wir kommen da an, ich habe ein bisschen Hunger bekommen, aber ich habe keinen Bock auf Erbsensuppe, also bin ich zum Grill gelaufen. Und der Typ, der gegrillt hat, war so ein kleiner, so 1,20 großer und hatte weißes T-Shirt an und hier so ein Senffleck. Und ich gucke den an und sage, Meister, machst du mir so eine schöne braune Frikot fertig, ja? Und der guckt mich an und sagt zu mir, so eine Mulattenfrikadelle oder was, hä? Ich gucke den an und sage, beruhig dich mal, ich kenne dich doch gar nicht. Sagt er zu mir, ach, so mein ich das nicht, bist du braun, kriegst du Frauen, wa? Und der Jerome läuft auf den zu und haut den einfach um. Und ich gehe zum Jerome, ich sag, Jerome, was machst du da? Bist du doof? Du kannst hier keinen Stress anfangen. Ich bin Kopf größer als ein Spiegelei. Ich kann dich nicht unterstützen. Und in dem Moment habe ich mir eine Erbsensuppe geholt. Und dann war ich nicht mehr Toni, sondern Thorsten. Und dann war ich Deutscher. Dann war ich richtiger Deutscher. Und dann kam einer auf mich zu, hat mich angeguckt und gesagt, Thorsten, Junge, hast du gesehen, was da abgegangen ist? Und dann war ich nicht nur Deutscher, sondern deutscher Zeuge. Und dann habe ich das gesagt, was jeder Deutsche in dem Moment sagen würde. Da habe ich zu dem gesagt, nichts für ungut, ne? Aber nicht mein Affe, nicht mein Zirkus. Und ich will ja jetzt nicht den Sittich machen, aber ich mach mal so. Bin nach Hause gegangen und hab die Polizei wegen Ruhestörung geholt. Vielen Dank euch. Hallo, Daniel hier. Ihr wollt noch mehr von unseren besten Comedians in Deutschland? Dann müsst ihr jetzt hier oder hier auf die Playlist drücken. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt so oder so? Also drückt doch einfach. Dann seht ihr unsere Playlist und habt Spaß, Spaß und Spaß. Also ich drück hier.